inneren Felder unseres Bewusstseins, das ist natürlich dieser Organisationsanteil, der uns gesund sein kann und der uns am Leben hält. Und ich zitiere hier einen Professor Wolfram Schüffel, Leiter der Klinik für Psychosomatik an der Universität Marburg. Mit dieser Macht, die in uns allen steckt, lassen sich 2/3 aller Krankheiten in ihren Auswirkungen mildern, wenn nicht gar verhindern. Und das ist schon ein Satz, den würde ich mir so nicht sagen trauen, aber wenn der Herr Professor Schüffel das sagt, dann wird das schon irgendwo stimmen. Die Frage ist jetzt nur, warum benutzt die Medizin diese Kraft des inneren Heilers nicht? Warum schlucken wir Pillen und ziehen uns auf Spitzen zurück, anstatt dem inneren Heiler zu sagen, Junge, da hast du ein Manko, mach das, nicht? Tu das und dann ist dieses Manko beseitigt. Ich vergleiche mein Ding immer mit meinen Kindern oder mit meinen Versuchen, Kinder zu erziehen. Das heißt, sie sagen doch zu ihrem Sohn, wenn er eine schlechte Schulaufgabe nach Hause bringt, eine schlechte Note nach Hause bringt, was sagen sie zu dem? Sie sagen natürlich nicht, dass sie sagen nicht, ich habe schon immer gewusst, dass du ein Idiot bist, sondern sie geben ihm das Bewusstsein, was er tun muss, um bessere Noten zu schreiben. Das heißt, sie sagen, jetzt setz doch bitte mal hin auf deine 4 Buchstaben und lern deine Lateinvokabeln. Nicht? Sie versuchen ihm das Bewusstsein zu geben, dass er lernen sollte und fleißig sein muss und dass er dann auch zum Erfolg kommt und seine schlechten Noten ausbessert. Und genauso wollen wir es auch machen.